Hi Leute, ich bin Ralle und ihr seid hier in meiner Let's Play-Reihe von Endzone A World Apart gelandet. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Anschauen und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like für dieses Video da. Und ab geht's! So, in dieser Folge geht es also mal hauptsächlich um Expedition und Forschung. Wir werden unseren Kundschafter mal ein bisschen verfolgen, was er so entdeckt in der Umgebung. Und wenn es dann unsere freien Siedler zulassen, werden wir uns dann gleich nochmal auf eine Expedition begeben und gleichzeitig werden wir auch noch uns ein bisschen um die Forschung kümmern. Wir schauen uns den Forschungsbaum mal ein bisschen an, ein bisschen näher vielleicht. Ja, wir chillen einfach mal ein bisschen diese Folge. Ich glaube, das haben wir soweit ganz gut im Griff. Unsere Einwohner sind relativ stabil jetzt. Wir haben hier noch eine Zuflucht, die demnächst fertig wird. Dann haben wir auch das Problem mit den Obdachlosen beseitigt. Wir haben genügend Werkzeuge. Wir haben genügend Strahlenschutzklamotten. Ja, und auch von allem anderen. Also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Deswegen ist es jetzt mal eine Chillrunde. Jetzt schauen wir mal. Expedition. Wo ist denn unser Kundschafter? Der Kundschafter ist unterwegs zu diesem Gebäudekomplex hier. Zu dieser Hausruine. Das ist ein interessanter Ort. Ja, keine Ahnung, was da genau ist. Aber dafür haben wir ja unseren Kundschafter. War ein interessanter Ort, schicke einen Kundschafter von einem Expeditionsposten los, um diesen Ort zu entdecken. Genau das machen wir gerade. Ja. Und was bietet sich da mehr an wie eine Dürre, in der wir sowieso eigentlich nichts anderes machen können als hoffen, beten und abwarten. Wenn wir dann den Ort erforscht haben oder entdeckt haben. Ich muss jetzt mal schauen, ob der erst zurückkommen muss oder ob man dann gleich eine Expedition ausschicken kann. Auf jeden Fall wird er uns sagen, ob da was Interessantes ist, was da ist. Ja, das warten wir mal ab, was er uns dann genau sagt. Aber er wird uns einiges zu diesem Ort vielleicht sagen können. Wir werden auf jeden Fall freie Siedler brauchen, um dann die Expedition starten zu können. Da können wir dann zur Not noch ein paar Bauern rausnehmen. Wie wir sehen, können wir mit den Bauern gerade nichts weiter anfangen. Die sind alle ja nicht beschäftigt, weil die Lager voll sind. Wir haben also auf Lager 5000, über 5000 und 5000 ist das Limit. Wasser, ja gut, ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber auch da sind wir jetzt auf einem Weg, wo wir uns mal sagen müssen, wir brauchen es nicht ständig beobachten. Klar müssen wir es während der Dürre jetzt ein bisschen im Auge behalten, aber nicht so, dass wir sagen, um Gottes Willen, es wird knapp, hoffentlich überleben wir es. Nee, also das sollten wir im Griff haben. So, der ist also schon bald da. Das heißt, ich wollte jetzt eigentlich noch kurz den Forschungsbaum anschauen, aber so wie es ausschaut, sind wir da nicht rechtzeitig fertig. Deswegen warten wir jetzt noch kurz ab, bis der an den Ruinen hier angekommen ist, was er dann macht. Mal gucken. Wir können ihn ja vielleicht ein bisschen beobachten. Was macht er so? Nix. Wir müssen den so beobachten. Ah, so können wir es machen, genau. Ich wusste doch, das geht irgendwie. Ist einigermaßen gebildet. Was hat er dabei? Nix hat er dabei. Hat auch keine Familie, also ideal für einen Erkunder in dieser Umgebung. Negative Effekte hat er gar keine. Positive, er hat kein neugeborenes Kind. Wurde nicht unterhalten. Soziale Kontakte keine. Okay, wie auch in dieser trostlosen Gegend hier. Zu Hause wird nicht mit Strom versorgt, da arbeiten wir dran. Und Siedler hat etwas Erfreuliches erlebt. Vielleicht kommt es jetzt gleich zum Tragen. Mal schauen. So, was hat er denn? Ruine erkundet. Stelle eine Expedition auf, um den Ort zu erforschen. Was hat er denn da rausgefunden? Ein Eckladen ist es. Hey Boss, wegen der Ruine, zu der du mich geschickt hast. Da brennt Licht in den Fenstern. Ich habe zwar niemanden gesehen, aber irgendwer hat da wohl ein Lager aufgeschlagen. Am besten du schickst eine kleine Expedition hierher. Das könnten wir eigentlich machen, ne? Wir haben 10 freie Siedler. Ja. Machen wir mal Expeditionsfenster. Expedition aufstellen, Eckladen 0,7 Seasons. Okay. So, wir brauchen freie Siedler. Freie Siedler sind da jetzt mal nirgends. Es wäre schön, wenn wir hier irgendwie
Wir könnten die alten hernehmen. Nee. Aktionspunkte werden Entscheidungen verfolgt. Je mehr Rationen du hast, desto mehr Aktion. Ah, okay. Okay, wo wir die herstellen, weiß ich noch nicht. Ist mir jetzt aber auch egal, ich möchte jetzt einfach mal frei siedeln. Woran erkenne ich freie Siedler? An den hier? Ich weiß jetzt echt gerade nicht, was freie Siedler sind. Wir nehmen jetzt einfach mal die und dann schauen wir weiter. 3, 4. Das sollten lange, oder? Machen wir 3. Komm. 3 lange, die wollen eine kleine. Ist nicht ausreichende Menge in der Siedlung vorhanden und muss erst produziert werden. Das kann den Start der Expedition verzögern. Ja, okay, hilft ja nichts. Wir machen mal 6 mehrmals zur Untersuchung, bevor wir. Wir machen mal 6 Rationen. Das heißt, wir brauchen 2 Aktionspunkte. Wir nehmen mit. Was nehmen wir mit? Schrottwerkzeug. Fürs erste muss das langen. Und wir nehmen Halstücher mit. Es ist gerade nichts los von wegen Strahlung. Das passt. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Ich weiß nicht. Ich denke, das sind die freien Siedler. Ich weiß es aber nicht. Ah, Bauer. Okay. Dann nehmen wir das zurück. Auf einmal steht es da. Was ist das für eine Hirte? Das sind freie Siedler. Okay. Also Francesco. Dann, wer bist du? Gaia? Nein, nicht Gaia. Claudia war das. Theo? Und Jacopo. Ich glaube, das langt, oder? Das sind freie Siedler. Genau. Alles klappt, dann Expedition starten. So, dann schauen wir uns das mal an. Da ist eine Expedition dann bald auf dem Weg. Schauen wir uns hier die Expedition nochmal an. Was da gemacht wird. Die Erforscher versammeln sich. Okay. Da ist Wasser. Schwarzwurzel und Expeditionsrationen. Da ist eine auf Lager. Okay. Ich habe 2 Kundschafter. Ich glaube, es langt aber einer, oder? Ja, was ist denn mit meinem Halsort los? Entschuldigung. So, Expedition ist noch nichts zu sehen. Fertigungsgrenze. Man sieht jetzt nicht, ob irgendeiner irgendwie daran arbeitet, so eine Ration herzustellen, ne? Die wird wohl aus Schwarzwurzel und Wasser gemacht. Was machst du gerade? Der arbeitet. Und was arbeitest du? Keine Ahnung, was du arbeitest. Ja, ich weiß nicht, aber hilft nichts. Oh, das provisorische Lager ist wohl voll, hä? Okay. Wie schaut's mit dem aus? Das ist die Jagdhütte. Ja, da ist noch einiges zu holen, das passt schon. Ist echt keine Strahlung mehr in der Gegend, das ist der Hammer. Da ist auch noch ein interessanter Ort.
Sollten wir die Kundschaft da gleich mal hinschicken, ne? Hausruine. Interessanter Ort. Expeditionsfenster öffnen. Kundschaft da schicken. Oh, dann haben wir vielleicht gleich unseren zweiten Ort, den wir erforschen können. Achso. Bodenfeuchtigkeit, okay. Wir sind ja mitten in der Dürre, genau. Was denn da aus mit Arbeitern? Oh. Okay. Seid jetzt nicht so sehr. Warte mal, was haben wir? Ein Holz abbauen? Braucht man nicht. Holz haben wir jetzt genug, das können wir ändern. Abreißen. Und das mit den Pflanzen abbauen. Tun wir mal ändern. Irgendwie daher. Es gibt jetzt natürlich nicht irgendwo noch Pflanzen, die man abbauen kann, aber für nach die Dürre. Ja, Himmel, Herrgott. So. Die Forscher versammeln sich noch. Die sind zu drei Vierteln versammelt, okay. Nutzen wir doch mal die Zeit. Schauen wir uns den Forschungsbaum nochmal an. Also was haben wir? Wir haben im Baum Nahrung. Wenn wir eine Forschungsstufe haben, Forschungsstufe 1, wir sind jetzt noch auf 0, also wahrscheinlich müssen wir da ein bisschen Technologie erforschen und dann, wenn wir Forschungsstufe können auf Expeditionen gefunden werden. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Müssen wir also forschen, damit wir zum Beispiel Fischfutter hier machen können, dann fangen wir wahrscheinlich mehr Fische. Können unsere Fischer mehr Fische anlocken, genau. Dann gibt es noch die Küchen, da müssen wir noch viel mehr erforschen. So haben wir eine breitere Aufstellung an Nahrung, Eintöpfe und Kuchen. Ja, okay. Kommen wir ja im Moment ganz gut herum. Herum. Drum. Also, klar. Okay, was haben wir weiter? Wir haben im Baum Unterkünfte ein Herumlungerverbot. Verbietet Siedlern ihre Zuversicht durch den Besuch ihres Zuhauses oder andere Gebäude. Zu stärken und sich dadurch von ihrer Arbeit abzulenken. Ja, okay. Das ist natürlich kontraproduktiv. Also würde ich sagen, rein persönlich. Was interessant ist in dem Baum, ist auf jeden Fall diese stabile Hütte. Die ist ganz gut, wenn man viel mit Sandstürmen zu tun hat, die wir ja wahrscheinlich offensichtlich ausgeschaltet haben. Von daher brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. Wir müssen es aber wahrscheinlich erforschen, um die ausgebaute Zuflucht zu machen. Also das heißt, wir brauchen hier in dem Baum auf jeden Fall mal vier von diesen, wie heißen sie, Forschungsutensilien. Ausgebaute Zuflucht ist wohl noch größer, können mehr Siedler drin wohnen. Dann Ressourcen. Das verschieben wir mal kurz. Logistik, da haben wir hier Funkmast mit einem Lockhändler irgendwie an. Ein Lagerhaus, kann immer noch kein Wasser aufnehmen, aber mehr... Hat mehr Platz als das provisorische. Und ein ausgebautes Lagerhaus hat dann wahrscheinlich noch mehr Platz. Elektrizität, haben wir gesagt, kümmern wir uns gleich am Anfang drum. Die Elektronikteile und dann die Windkraftanlage und danach schauen wir uns die anderen Sachen an. Solarkollektor ist natürlich nicht unwichtig, gerade um mehrere Haushalte zu versorgen. Was man dann auf jeden Fall dazu braucht, ist noch der Energiespeicher. Also egal, ob jetzt Windkraftanlage oder Solarkollektoren, wir brauchen einen Energiespeicher, damit wir auch in der Nacht die Effektivität erhöhen können. Gutes Ziel braucht man natürlich auch bis dahin zwei von diesen Expeditionspunkten. Und dann haben wir elektrische Wasserpumpe, pumpt ohne Arbeitereinsatz Wasser aus dem Boden. Ja, Arbeitermangel haben wir jetzt definitiv nicht. Und dann haben wir Technologie, was wir ziemlich schnell brauchen, finde ich, ist diese Wetterstation. Um zu sehen, ob kontaminierte Strahlung unterwegs ist zu uns oder ob nicht. Und wenn, dann können wir unsere Regensammler abdecken. Das heißt, wir sammeln nicht radioaktiv verseuchtes Wasser. Also wir sammeln radioaktiv verseuchtes Wasser nicht. Also das macht es dann auch automatisch, wenn man das angeklickt hat.
Ein Rohrsystem kenne ich noch gar nicht. Mit dieser Technologie werden Brunnenschächte akkurater gebaut. Dadurch können Brunnen und elektrische Wasserpumpen dichter aneinander platziert werden, ohne dass ihre Arbeitsbereiche gegenseitig die Produktivität bei der Gewinnung von Wasser beeinflussen. Das ist neu, glaube ich, dazugekommen im letzten Update. Also bedeutet einfach, man kann Brunnen nebeneinander bauen, ohne dass die sich beeinflussen und sich das Wasser wegnehmen. Wichtige Sache, gute Sache. Ausgebaute Schule, also da gibt es noch Gymnasium, Realschulen und so weiter. Ja, gute Sache. Und dazu noch ein Wissenstransfer. Verbraucht zwei Wissen, das sind ungebildete Erwachsene, werden gebildet, okay. Ja gut, wenn Kinder irgendwas drauf haben, dann kriegen das natürlich die Erwachsenen dann auch mit. So soll es sich nicht querstellen. Und dafür ist dieser Wissenstransfer. Und Immunität, was haben wir da? Kräuter- und Medizinkonsum der Siedler erhöht sich um 200%. Dadurch können keine neuen Krankheiten ausbrechen. Da brauchen wir also deutlich mehr Kräutersammler. Gut, okay. Jetzt schauen wir nochmal kurz raus, wie es mit der Expedition ausschaut. Niedrige Wasserressourcen. Ja, okay, die werden aber gleich aufgefüllt. Also das sehe ich entspannt. Zumindest mal für den Moment. Expedition wird noch vorbereitet oder sind die schon unterwegs? Ah, das ist der Erkunder, der hier oben hingeht. Mal schauen, was der so rausfindet. Die anderen sammeln sich noch, so wie das ausschaut. Kundschaft der Expedition. Ah, okay. Wird vorbereitet. War das nicht schon weiter? Ach so, uns fehlen die Rationen, sehe ich das richtig? Zettler. Das heißt, ich habe... Oh, in einer unserer Schneidereien ist es so ein Betriebsunfall gekommen. Gott, was haben wir da jetzt? Aktuell haben wir... Naja, 70. Okay, das geht. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber wir werden einen Großteil der Teile, die wir zur Produktion benötigen, ersetzen müssen. Okay, da können wir durch. 72 haben wir. Ich sehe jetzt da keinen großen Verlust, muss ich ehrlich gestehen. Von daher. Aber die Schneiderei ist beschädigt. Stelle Baumeister ein und überprüfe deinen Baumeistermodus im Siedlerzentrum. Ja genau. Da können wir irgendwie sagen, kannst auch reparieren. Gebäude reparieren, Gebäude bauen. Nachdem es gerade nichts zu bauen gibt, denke ich, dass du demnächst zum Reparieren kommst. Von daher alles entspannt. Ja, ich denke, das läuft. Fortfahren. Ah, Kramladen, okay. Gerade furchteinflößend, was hier jemand an die Hauswand gesprayt hat. Sieht aus wie ein Skelett mit Hörnern, das dem Boden zu entsteigen scheint. Sieht man jetzt aber nicht hier, oder? Nee. Wer kommt denn auf solch horrormäßige Ideen? Na, jedenfalls ist das Haus noch ganz gut im Takt. Am besten schickst du eine Expedition hierher. Ausrüstungsempfehlung, Schrott. Forscherabzeichen. Technikerabzeichen und einen Gebildeten. Okay. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass da so Anforderungen sind. Gab es bei dem anderen auch was? Ne, da gab es nichts. Okay, alles klar. So, der kommt zurück. Die anderen sammeln sich noch immer. Da fehlen immer noch die Rationen. Okay. Ist in Ordnung, soll mir recht sein. Dann schaue ich noch mal ein bisschen auf den Forschungsbaum. Also könnte sein, dass die Folge heute ein paar Minuten länger dauert, aber halb so wild. Denke ich mal. Ich glaube, das ist nicht uninteressant und dann schauen wir mal weiter. So, Hanfweberei. Wir sind im Ressourcenbaum übrigens. Erzeugt Stoff aus Hanf. Wo kriege ich Hanf her? Ich glaube, da muss ich irgendwie Samenkörner oder Saatgut finden auf Expeditionen. Dann kann ich Hanf anbauen. Denke ich mal jetzt einfach. Was ich mit Hanf mache? Stoff, genau. Raffinerie beschäftigt viele Sondierer, die gleichzeitig Metallstoff, Plastik und Elektronik vom Schrott trennen. Also dann kann ich mir die einzelnen Gebäude sparen und kann Raffinerien bauen, die gleich alles auf einmal machen.
Interessante Geschichte. Wie geht's weiter? Abbau von Kohle. Das heißt, ich kann eine Kohlemine machen. Ist ressourcenschonender als eine Köhlerei. Okay. Jod ist ganz wichtig für Arznei. Wird auch irgendwie abgebaut in Minen. Und Stollentiefbau. Durch diese Technologie können unsere Bergarbeiter tiefere Stollen in die umliegenden Berge treiben. Dadurch wird es uns möglich sein, unsere Minen dichter aneinander platzieren zu können, ohne dass ihre Arbeitsbereiche gegenseitig die Produktivität bei der Gewinnung von Rohstoffen beeinflussen. Das ist also ähnlich wie das Update, elektrische Wasserpumpen. Nein, Rohrsysteme war das. Wo wir die Brunnen effektiver machen können und die näher zusammen sein können. Auch interessante Geschichte. Schrottfänger. Ein Schrottfänger fängt kleine Mengen umherschwirrenden Schrott. Während Sandstürmen geschieht dies besonders effektiv. Um den eingefangenen Schrott abzutransportieren, wird ein Schrottplatz benötigt. Also das ist ganz wichtig, vor allem wenn langsam der Schrott ausgeht. Dann müssen wir Schrott aus der Luft aussammeln. Auch eine interessante und vor allem wichtige Geschichte. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Und Sandstürme, wie gesagt, haben wir ja sowieso irgendwie nicht. Dann ausgebaute Schneiderei. Stellt Kleidung her, die die Siedler vor Strahlung schützt, sie beschäftigt mehr Schneider und arbeitet effektiver als eine normale Schneiderei. Alles klar. Verstärkter Rucksack, da können die Leute mehr tragen. Ah, auf einer Expedition oder zurück von der Ruine in die Siedlung. Ausgebaute Werkstatt ist wahrscheinlich analog zur Schneiderei. Können mehr Techniker arbeiten und ist dadurch effektiver. Und Sorgfalt ist ein Dekret. Alle Siedler erhöhen die Haltbarkeit ihrer Werkzeuge und Kleidung um 25, bewegen sich dadurch allerdings 50% langsamer. Okay, das ist jetzt, ja, vielleicht mal eine kleine Maßnahme, aber so auf Dauer wird es nichts sein. Und dann haben wir noch als letztes die Logistik. Nein, da waren wir schon. Befestigten Weg haben wir noch vergessen hier, oder? Genau. Eine verbesserte Straße, sind sie schneller? Auch kein Baumaterial. Und Ansporn ist ein Dekret. Siedler werden angespornt, sich 25% schneller zu bewegen. Dadurch erhöht sich ihr Nahrungs- und Wasserverbrauch um 10%. Also auch wahrscheinlich eher uninteressanter, würde ich sagen. Okay. Wie schaut es jetzt aus mit Wasser? Ja, ist doch gar nicht so übel. Wir sind in der Regenperiode. Von daher alles gechillt. Ich könnte mir mal überlegen, ob ich vielleicht ein, zwei Regenspeicher aufstelle. Ein Regensammler sammelt Wasser aus Regen, ohne dass Arbeitskräfte benötigt werden. Er kann abgedeckt werden, um das Auffangen von giftigen Regen zu vermeiden. Eine Zisterne oder ein Wassersilo ist erforderlich, um das Wasser in der Siedlung zu verteilen. Ja, okay. Schauen wir noch mal kurz zur Expedition. Ist die bereits unterwegs? Nee, noch nicht. Da fehlen immer noch Rationen. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen überzogen. War jetzt nicht ganz beabsichtigt, aber es war mir jetzt mal wichtig, den Technologiebaum genauer anzuschauen. Von daher ist das eine gute Geschichte. Alles klar, aber das war es jetzt dann wirklich mal für diese Folge. Beim nächsten Mal starten wir dann hoffentlich endlich unsere Expedition und kehren dann mit wichtigen Sachen wieder zurück. Bis dahin, bleibt interessiert, bleibt gesund, habt Spaß und wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.